Hallo liebe Minecraft-Freunde und hiermit begrüße ich euch zu einem neuen Tutorial oder so, naja, fast Tutorial. Ich habe es leider nicht ganz dahin gebracht, wo ich es schaffen wollte, was mich schon wieder ärgert, aber so ist es eben. So, hier sind wir. Was haben wir diesmal vor? Rechts sieht man schon, wir haben ein Scoreboard mit der Zeit. Erstmal müssen wir natürlich um diese ganzen Operationen ausführen. Braucht ihr Command Blocks? Wie gibt ihr euch Command Blocks? Bis zur Version 1.7.10, also vor der 1.8, kann man das noch ganz normal machen mit dem Fake GIF der Miss Kiffer, also eurem Spielernamen 137. Warum ich den jetzt im Command Block drin habe, weiß ich nicht. Hier, ich kriege den Block. So, dann müsst ihr mit denen, oder ihr könnt es auch im Chat schreiben, also nur später braucht ihr Command Block. Ihr müsst ein Scoreboard mit dem Obi, also ihr müsst ein Scoreboard erstellen. Das heißt Timer. Es ist ein Dummy Scoreboard und es wird angezeigt als Zeit. Scoreboard Objectives, weil es ja quasi ein Objekt ist. Add Timer Dummy Zeit. So, dann müssen wir sagen, dass das Scoreboard Objectives, also dass ein Scoreboard Objekt angezeigt wird. Milch rechts, das ist die Sidebar. Und zwar das Scoreboard Timer. Dann müssen wir, übrigens, wenn ich das jetzt hier tue, Scoreboard Display, der hier unten meckert natürlich, dass das schon existiert. Andere tut das. So, dann, ganz normal, das wird nicht gebraucht, nur, ja. Damit kann man es quasi resetten. Weil ich quasi sage, Scoreboard Player Set M. Also, wir fügen jetzt einen Spieler, setzen quasi ein Spieler-Count im Scoreboard, also den Spieler M im Scoreboard-Timer auf 0. Das ist ein ausgedachter Spieler. Wir könnten da auch jetzt meinen Namen nehmen. So wie das oft verwendet wird. Nur das sind quasi ausgedachte Spieler. Genauso hier S im Scoreboard-Timer auf 0. Dann habe ich hier mal so eine kleine Glocke gebaut. Also wir haben da einen Hebel. Dann geht das Signal erstens in den Signalverkürzer und zweitens in den U-Stopper. Weil es ist quasi eine ganz normale Glocke. Und solange der dort hinten ist, geht das nicht. So, dann läuft die Glocke. Und ja. Der Command-Block tut jetzt quasi Scoreboard. Das Scoreboard. Ein Spieler im Scoreboard quasi. Adden, quasi sobald der Befehl kommt, tut er was dazu, addieren. Den Spieler S im Scoreboard Timer 1. Ich wollte es gerade eben noch so weit drin kriegen mit Test vor, dass bei 60 der eine wieder auf 0 gesetzt wird und der andere eben auf 1. Nur es geht leider erst in 1.8, also ihr müsst ja einen Timer bauen, der quasi, ja, die Minute dann macht. Oder wir bauen das Ganze einfach mit Project Red, einem Mod, weil wir sind sowieso Mod-Freunde. Sonst kann ich euch da auch nicht weiterhelfen. Also, ich werde jetzt das Ganze noch mit Mod bauen und dann sehen wir uns gleich. So, und da wären wir wieder. Resetten wir erstmal alles. Und ja, ich habe mal hier ein bisschen was aufgebaut. Also, ist eigentlich ganz einfach. Wir können eigentlich das mal hier wegreißen. So, das da drüben ist ja alles nur zur Erstellung. So, wir haben es jetzt mal aufgebaut. Ich hoffe, es geht überhaupt. Gut ersetzt, so. Gut, dann passt es. Ist quasi ein ganz leichtes Prinzip, eigentlich ein ganz leichtes Dings. Wir müssen nur den Counter eben unterschiedlich ansteuern. Das macht uns nicht leicht. Aktiviere erstmal die Anlage. Was ist ganz wichtig? Wir haben einen Timer. Dieser geht in zwei End Gates. Die brauchen jeweils nur die linke Seite. Und er steuert zum einen auch noch den Block an, der die Sekundenzahl zu 1 setzt. Was passiert dadurch? Ist quasi rechts und links parallel aufgebaut. Wir haben einen Counter, den müssen wir einmal, sein Maximum des Counters ist 60, bei jedem Schritt zählt er plus 1. So, wir können, sobald wir ihn jetzt von der einen Seite ansteuern, von der Seite geht es Richtung Plus. Wir sind dann hier bei dem Plus angelangt, geht es dort rüber.
quasi nach dort hinten und aktiviert damit dann die zwei Command-Blöcke, die einmal das eine auf 0 setzen, die Sekundenzeit, und das andere plus 1. Und zum gleichzeitig wird dann dadurch auch nochmal die Toggle-Lösung geschaltet. Ich aktiviere es einfach mal. Übrigens, der Timer steht natürlich auf 1 auf Sekunde. 4, 5, 6. So, wir sehen jetzt. Es passiert. Doch, es geht. Dass der Counter hier langsam Richtung Plus wandert. Und das Ganze dauert mich 60 Sekunden, weil er 60 Redstone-Signale braucht. Oder auch nicht. Das Ganze geht nämlich nicht. Tut's leid, ich habe es noch nicht getestet. Einfach mal auf dreifache Sekundenzeit stellen. Jetzt haben wir sowieso gerade alles zerstört. Wir haben jetzt alles zerstört, wir setzen jetzt einfach den Counter nochmal neu. Steht da wieder falsch rum. Ich kann egal wie rum der steht, wisst ihr. Ihr müsst dann dadurch dann nur richtig einstellen. Habe ich jetzt auf 60 gestellt. Jetzt steht er da drüben auf der anderen Seite. Ska ist durch. Somit passt die Stellung schon mal wieder nicht. Aber doch, die Stellung passt. Wir haben gleich sehen. Hey, wake up. Ja, die machen auch Stress überall. Ich bin einfach mal ganz gelassen hier. Ja, es geht mich jetzt. Hoffe es zumindest mal. Müsst ihr eben schauen, sonst müsst ihr eben euer Scoreboard mehrmals erstmal resetten, bis ihr es selbst hingekriegt habt. Eine relativ leichte Schaltung. Ich glaube, ihr versteht sie auch. Ich könnte natürlich den Counter auch von der anderen Seite einmal ansteuern und damit dann sagen 60 Mal. Aber so sieht es irgendwie auch schön aus. Wir können erstmal wieder Tag machen. 31, 39, natürlich, das könnt ihr auch noch auf Zeit ausmachen, dass dann die ganze Zeit die Meldungen kommen. Nur zu unserer Veranstaltung ist es, glaube ich, besser. Wird gleich bei Minus sein. Ich hoffe, es geht wenigstens auch keine Sekunde verloren, weil sonst müssen wir da mal ein bisschen... So, jetzt sind wir bei einer Minute und die Sekundenzeit läuft einfach weiter, weil wir quasi das Toggle-Light hat geswitcht. Und somit wird jetzt das andere Endgate beleuchtet und das ganze Teil läuft wieder rückwärts. Ja, das ganze Ding läuft jetzt wieder in die andere Richtung. So, dann weiter. Wie kann ich die Meldungen ausschalten? Game Rule, du Command, nee, Game Rule, Command Block Output False setzen. Und schon ist es weg. Und jetzt seht ihr, dort rechts haben wir ein Scoreboard, was komplett automatisch läuft. Ihr könnt die Schaltung natürlich selber noch vereinfachen, nur das ist jetzt so mein Gedanke. Weil, ja, das ist nicht schlecht und somit habt ihr wirklich einen Counter und wir werden uns das wahrscheinlich so ähnlich, ja, ich werde glaube ich genauso nachbauen. Denn was ist das Gute an dem Timer? Ich kann jetzt Let's Play Pause. Channels aus. Das Ganze kann ich natürlich dann noch im Let's Play, werde ich mir dann so ein WRCPE Funkteil schieten. Da werde ich dann noch eine Toggle-Latch bauen und die dann einfach rechts, links, egal. So kann ich es dann auf jeden Fall an- und ausschalten. So, wir machen weiter. So, hallo, hier sind wir wieder zu einem neuen Let's Play. Ja, hier geht's weiter und hier Mai und tritt sie da dumm und schon bei. Tut mir leid, und da sage ich euch jetzt, das war die aktuelle Folge und ciao. Eben so, so in der Art, versteht ihr? Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang geworden und ich finde, ja, das ist das Gute, denn es wird auch dort hinten gespeichert, weil der Counter speichert ja auch, was wir sonst nicht hätten, wenn ich den anderen jetzt auch mit einem Sekundentimer ansteuern würde. Hätten wir nämlich keine Speicherung. Deshalb brauchen wir einen Counter.
Natürlich, wenn ihr das nicht mittendrin aus- und einschalten wollt, reichen einfach zwei Timer, die ihr quasi gleichzeitig anschalten. Dann passt das Ganze auf. Warum gibt es hier diese Lichtbugs? Ach ja. Mit Shader und Texture Pack. Übrigens, welches Texture Pack ich habe hier gerade. Ich verwende gerade das Faithful. Warum drücke ich auf Done? Und ich benutze den Source Shader. So. Gerade hier in unserem aktuellen Video auf dem Server habe ich es leider nicht zum Laufen gebracht, sprich in unserer Welt, der alle noch kennt. Und es tut mir leid und ciao und haut rein und macht euch einen schönen Tag und ja, fragt mich was anderes. Wir sehen uns. Ciao.